Hey Leute, willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Nämlich heute zeige ich euch, wie ihr Rand Stitches Week 3, Woche 3 bekommen könnt. Alles, was ihr das Spiel nutzt, ist Piggy Son. Und wir müssen dafür als erstes diese Karte auswählen. Das ist Chapter 1 House. Das müssen wir auswählen dafür und den Game Modi Player, der jetzt hier auftaucht, genau drin hier. Den müssen wir auch noch nutzen. Wie gesagt, eigentlich, also wenn man das nicht übersieht, dann weiß ich auch nicht weiter. Also wie gesagt, wir müssen dann Player und Chapter 1 spielen, dass wir so das Event triggern können. Und dann können wir schon loslegen mit dem Gameplay. Wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen warten und dann geht's los. Ja, wie gesagt, mit Piggy Son. So, hier ist gesagt, so eine kleine mal so eine Einspielung. Denke ich, da ist auch die Kiste. Die Kiste, die jetzt hier abgestellt wird, in dieser, also so gesehen, in Cutscene, die müssen wir kriegen. Und das ist unser Hauptziel zu bekommen, die zu holen und damit dann das Haus, ja, zu fliehen. Und das ist alles, was wir machen müssen hier in Piggy Son. So, und alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach nur, ja, ein Rip-Off von Piggy zu spielen, nämlich Piggy Son, also Simpsons mit Trademark drin und Piggy Rip-Off. Das heißt, wir werden jetzt hier, wieder gesagt, einfach ganz normale Runde spielen, in der Hoffnung, dass uns der Piggy mich nicht tötet oder crittet, weil das mir gerade schon mehrfach passiert ist. Das heißt, wir werden einfach ganz normal Piggy spielen, wie gesagt, und dann kriegen wir schon die Kiste und müssen durch die Garage fliehen. So, natürlich zeige ich euch hier genau Schritt bei Schritt, wie ihr auch alles fertig bekommt. Das heißt, ja, da braucht man jetzt nicht großartig sich drum kümmern. So, jetzt hoffen wir mal, der Piggy ist gerade auch irgendwie erwacht. Der wird, glaube ich, voll fett im Flur spawnen, das heißt auch jetzt schon. Oder auch oder nicht. Und wie gesagt, wir hoffen mal, dass er jetzt uns nicht tötet. Wir ganz ehrenvoll. Sonst, ja, wird's echt kritisch. So. Einmal kurz hier das aufgemacht. Brauche ich noch irgendwie den Hammer für? Ich schätze mal, ich brauche den für irgendwas noch wieder. Ah ja, genau, hier. Zack, so. Dann ist hier schon der nächste Key, der goldene Key. Den holen wir uns natürlich auch. Aber es scheint ein Ehren-Piggy-Son zu sein, denn der bewegt sich nicht. Das heißt, er ist AFK. Das heißt, alles ganz gechillt. So, das heißt, wie gesagt, wir gehen dann jetzt hier hoch. Gehen dann hier, wo ist das denn genau? Hier ist die nächste Tür. Machen die auf. So, holen uns den nächsten Key. Ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, ein noch hellerer Key irgendwo. Und die Tür muss jetzt auch irgendwo noch sein. Genau, hier unten ist sie. Und von hier aus nimmt ihr den pinken Key wiederum und geht dann hier wieder, glaube ich, nach oben. Genau, denn hier ist dann der schwarze Key, glaube ich. Wo ist der? Ne, der andere Key, das ist ja der. Wo ist er? Doch, das ist der schwarze Key. Der schwarze Key, den nimmt ihr auch. Wie gesagt, ganz einfach, nehmen wir kurz mal hier Abkürzung, geht ein bisschen schneller. Einmal kurz hier durch. Okay, das war doch keine Abkürzung. Egal. Dann gehen wir jetzt noch hier unten, haben dann den schwarzen Key. Gehen dann zu dem Baumhaus hin, denn da ist eigentlich schon die letzte Sache, die wir brauchen. Nämlich die Kiste und den weißen Key. Ich nehme den weißen Key und ich nehme mir eine Kiste auf den Rücken mit. So, genau. Dann nehmen wir jetzt diese weißen und den weißen Key und gehen ganz einfach zu dieser Abteilung. Hier brauchen wir nur noch dafür den Schraubenschlüssel, den irgendwo hier oben, weil ich glaube, der war oben irgendwo. Ich komme kurz nach. Ich kann mich erinnern, der war oben irgendwo. Ah, genau. Nämlich hier ist er drin. Dafür brauchen wir noch so einen hellblauen Key, einen türkisen Key. Ich glaube, den müsste ein Player haben. Genau, der hat den. Dann ist hier, wie gesagt, diese, der Schraubenzieher-Schraubenschlüssel. Dann nehmen wir den kurz, gehen wir kurz hier durch. So. Und der wird dann dadurch jetzt hier einmal das Ding reparieren oder die Garage oder whatever, was es ist. Und dann kann ich mit meinem weißen Schlüssel dann das hier aufmachen. Dann sind wir schon fertig. Wie gesagt, ganz einfach, ganz schnell, wenn alle kooperieren. Wenn alle kooperieren, dann ist das ganz schnell und dann können wir schon rein und dann haben wir schon das Kit. Und ihr seht schon, wir haben den Badge bekommen und jetzt haben wir die Sachen bekommen. Wie gesagt, das war es dann auch schon, wie ihr Rand's Treasure Chest bekommen könnt. Week 3 in Piggy Son. Wie gesagt, ganz einfach. Wie gesagt, Spiel wieder in der Videobeschreibung. Einfach abchecken. Ihr seht ja, so schnell geht's, so einfach ist es auch. Und ihr wisst jetzt dann natürlich durch mein Video, wie ihr es auch richtig macht. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos auf meinem Kanal ums Metaverse oder sonstiges nicht mehr verpasst. Checkt auf jeden Fall meine Roblox-Gruppe aus, da gibt es wieder gesagt coolen, richtigen Merch. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!